Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde, zum Majesty Gold HD. Ja. So, machen wir mal wieder die besseren Wachtürme an, die Mod. Und gehen wieder in die Quest-Map. Ja, wir haben hier nur noch zwei Quests offen. Einmal die Nordland-Quest Legendary Heroes. Und einmal Balance of Twilight, was eine Zusatzquest vom... der HD-Version ist. Oder der Gold-Version, eins von beiden jedenfalls. Und da bleiben nur noch die beiden Master-Missionen übrig. Und natürlich noch Wrath of Chrom. Ich habe mir überlegt, ich mache es folgendermaßen. Ich probiere Legendary Heroes. Wenn ich versage, mache ich eine von den anderen beiden Quests. Dann mache ich wieder Legendary Heroes. Dann wieder eine von den anderen beiden, bis ich Legendary Heroes schaffe oder bis uns die Quests ausgehen. Ja, das heißt Reinter. Majesty, your populace is ill at ease. We rest on the edge of Chrom's Anvil, an ancient battlefield. Since before recorded time, this place has lain desolate. Ja, das kennen wir. One hero, very experienced. Und der Palast braucht weniger Helden. Sorcerer's Abode. Hi ho. Sovereign, your marketplace now serves you better. Da kommt gleich ein Goblin oder mehrere Goblins aus allen Richtungen geströmt. Ja, und dieses Mal werde ich halt auf Fervus und Krypta gehen, statt auf Doros und Agrella. Und ich werde gucken, dass ich viele Marktplätze zusammenkriege. Hey, das Ancient Barrow hat sich aber schnell aufgedeckt. Ich werde auch versuchen, meine Embassy zu bauen, um noch mehr Helden irgendwie zu kriegen. Your marketplace now serves you better. Your Majesty, a new building is complete. I serve with pleasure. More gold, Your Majesty. Das heißt Fervus Tempel. Und ich werde mal auf... Und ich werde Elfen nehmen statt Zwerge dieses Mal. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. You won't get my gold. Sovereign, your marketplace now serves you better. More gold, Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. So, Sovereign, wir können einen Fervus-Kultisten schon mal rufen. More gold, Your Majesty. Darkness has won the day. Wie viele Helden brauche ich denn? 4. More gold, Your Majesty. More gold, Your Majesty. So, ich kann auf jeden Fall meinen Discord-Warrior anheuern. In the name of the Sovereign! Tax Collector! Ich hoffe, mein... Warrior auf Discord
tax collector. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Tax collector. You're playing with fire. In the name of the sovereign. More gold, Your Majesty. So, jetzt brauche ich erst einmal... Ach, erstmal ist es wichtiger, dass ich meine Marktplätze weiter ausbaue. So. Oh, eine Goblin, ein Goblin-Angriff. Willkommen zu Papa! In the name of the sovereign! I serve with pleasure. Hold your majesty, sovereign. Tax collector. So, den zu heilen. Den zu heilen ist building has been upgraded. Billiger als ihn neu auszubilden. Tax collector. More gold, Your Majesty. Welcome to Papa. Fleeing because of injuries, going home. Okay, die gehen mal rasten, sehr gut. Ja, ich werde auch einen Elfenbungalow bauen, wie gesagt, damit wir schneller an Geld kommen. Und dass uns eine Elfe beim Erkunden hilft, weil wenn die upgraded so ein hohes Level haben. Okay. Tax collector. Ah, ich brauche noch ein Inn, glaube ich. Hold your majesty. In the name of the sovereign. I serve with pleasure. Tax collector. More gold, your majesty. In the name of the sovereign. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Majesty, our new building is complete. Tax collector. Jo, die Elfen wollen joinen, also. More gold, Your Majesty. Your Highness, the elves wish to join our prosperous kingdom. Das ist mir bekannt. Deswegen bauen wir ein Elfenbungalow. Und wir haben eine Fountain. Das heißt, wir kriegen... haben einen dritten Steuereintreiber, was gut ist. So, jetzt eine Ranger-Gilde. Your Majesty. Tax collector. Sovereign, a building has been upgraded. More gold, Your Majesty. Und jetzt mehr Geld für den dritten Marktplatz. Tax collector. Your Majesty, our new building is complete. Habe ich genug Helden? Ja, ich hätte genug Helden, um den Palast abzubauen. In the name of the sovereign.
collector. Majesty, the palace is under siege. Help. Gold, your Majesty. Aber ich denke. Oh! Oh! In the name of the sovereign! Gonna get ya! Ich denke, dass wir erstmal ein klitzekleines Problem haben. You're playing with fire! In the name of the Sovereign, I join the wild spirits. Victory is none of the cards. Tax collector. Das war mein Marktplatz. In the name of the Sovereign. In the name of the sovereign. Der war teuer. So, dann baue ich da eben noch einen hin. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Tax collector. My gold, Your Majesty. My gold. Your Majesty, a new building is complete. Das hat mich jetzt gut zurückgeworfen. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. My gold, Your Majesty, tax collector. Als nächstes die Embassy. Was kostet ein Außenposten? Sovereign, your marketplace now serves you better. Der kostet ungefähr genauso viel wie die Embassy. Now serves you better. Gold, Your Majesty, tax collector. I have. Tax collector. Sovereign, your marketplace now serves you better. Warum greift sie schon wieder eins an? Und wo ist mein blöder Discord Warrior? Gold, Your Majesty. Sovereign, a building has been upgraded. In the name of the sovereign. Hold, Your Majesty. Noch einer von denen. In the name of the sovereign. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, your marketplace now serves you better. Tax collector. Majesty, the palace is under siege. Das war jetzt wieder unschön.
Es ist lustig, dass sich der Drache eigentlich selber tötet. Weil sie einen Bad of Reflection hat. Was weniger schön ist, ist, dass hier oben überall Chaos heiß herrscht. In the name of the sovereign.